neuen Folge. Wie ihr vielleicht seht, da bin ich mehr im One More Dungeon. Nach der Apokalypse gestern existiert dieser wahrscheinlich gar nicht mehr. Deswegen spielen wir heute was ganz anderes. Nämlich Folgendes. Bis gleich. Plants vs. Zombies. Ja, und da wären wir. Nach diesem etwas verstörenden Intro. Aber gut. Ja, wir spielen Plants vs. Zombies. Wo es darum geht, dass wir ein Haus haben. Und so eine Art Zombie-Apokalypse, sag ich mal, leben. Und die Straße ist voll mit Zombies, mit ganz komischen Eigenschaften. Wir sind schwächer, die anderen stärker, wie es halt so ist. Und zwischen der Straße, unserem Haus, ist ein Beet, unser Vorgarten. Und da haben wir die Möglichkeit, die Pflanzen zu pflanzen. Auch die auch verschiedene Eigenschaften haben. Die einen können Sachen einfrieren, die anderen machen mehr Schaden, was weiß ich nicht. Gibt halt viel davon. So. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Zombies davon abzuhalten, mit unseren Pflanzen in unser Haus zu kommen. Damit sie nicht unser Gehirn essen. Ne? Das wollen wir ja natürlich nicht. Ja, und ich würde sagen, ich rede einfach gar nicht mal so lange drumherum. Ja, wir legen einfach los. Und da wären wir im Startmenü von Plants vs. Zombies. Ja, ich kann das Bild leider irgendwie nicht größer machen, deswegen habt ihr das nur in diesem kleinen Kästchen. Ich weiß nicht, worum es sich geht. Tut mir leid, das habe ich probiert. Vielleicht bekomme ich es in der nächsten Folge hin. Ich habe keine Ahnung. So. Wie ich außerdem bemerkt habe, ist es nicht möglich, in die vorherigen Level, die ich bereits abgeschlossen habe, zurückzukehren und sie von Anfang an zu spielen. Das heißt, wir müssen mittendrin anfangen. Ich hoffe, dass wir, wenn wir das Spiel zu Ende gespielt haben, die Chance haben, die Anfangslevel nochmal zu spielen, damit ich die dann aufnehmen kann und auch mal wieder hochladen kann. Ja gut, können wir jetzt nicht ändern, aber fangen wir einfach an. Auf geht's! Restart. So. Yes. So. Hier ist unser Haus, wie wir sehen. Das ist mein Haus, Taylors Haus. Hier ist die Straße mit den Zombies. So. Jetzt haben wir hier verschiedene Pflanzen, sag ich mal. Wir haben ja mal eine Art Wand aus einer Kartoffel. Einen Gravebuster, der die Grabsteine wegmacht, dass die Zombies etwas früher hochkommen können und also einen kleineren Weg haben. Die Sonne, die uns, also eine Sonnenblume, die uns diese Sonne gibt, das wäre eine Art Geld, wofür wir die Pflanzen kaufen können. Das ist ein kleiner Pilz, der, obwohl, nee, den nehme ich nicht, ich nehme den großen davon. Der kostet zwar etwas, aber der hat die ganze Entfernung, also haut die ganze Zeit durch, wenn da jemand was kommt. So. Würde ich sagen, wir haben noch eine normale Pflanze, die haut einfach in so einen grünen Ball auf die Zombies und die eine Explosion. Für Notfall, wenn die zu nahe kommen, dann kann man die setzen, dann explodiert diese Kirsche und dann ja, ist er erstmal frei. Ja, was nehmen wir noch? Eine Mine einfach mal. So, let's rock. So. Jetzt haben wir hier unser Beet und das sind diese Grabsteine, was ich gerade gesagt habe. So. Und hier können die Zombies kommen halt von hier, aber sie können halt auch über diese Grabsteine kommen, deswegen sollte man diesen Grave Buster mal dabei haben, um die zu entfernen. So. Ja, jetzt hast du die Sonne was fallen lassen. Jetzt können wir unseren erstes Ding machen. Ich baue es mal einfach in die Mitte. So. Dieses was der gerade gehört hat. Das ist der Zaun, also was heißt, die Zombies kommen jetzt, wie man hier auch sehen kann. Ja, sie sehen nicht so dramatisch aus, wie ich es im Intro, ne, getan habe, aber es passt schon. So. Schon blöd, dass er jetzt nicht steht, weil er kann so durchlaufen. Sie können durchlaufen, dann steht hier noch so ein Rasenmäher pro Bahn jeweils einer. Und wenn die den treffen, dann fährt er einmal komplett durch. Und dann ist die Bahn wieder clear, aber, ne, man sagt, so sollte es am besten nicht kommen. Und jetzt schießt halt dieser Pilz hier über die ganze Bahn, das ist halt dieser besondere, dieser hohe, der halt die ganze Entfernung hier hat, immer auf die Zombies gekommen. So, nächster. Die baue ich jetzt am besten jetzt voll hier, dann habe ich hier schon mal eine kleine Abwehr. Das wird jetzt am Anfang noch ausreichen, am Ende aber nicht mehr definitiv, aber brauchen wir noch eine Wand und alles mögliche, sonst kriegen wir es nicht hin. Ja, es ist schon kompliziert. Aber ich sehe schon, hier läuft schon einer durch. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das habe ich mir nicht erhofft. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Gut, das kann man jetzt nicht ändern.
Das war jetzt auch nicht gerade schlau. Na ja, gut, dann läuft er jetzt einfach durch, der Rasenmäher nimmt ihn und dann war es das erstmal. Aber gut, soll man dazu sagen. Das war halt nicht besonders klug. Gut, wir lernen aus unseren Fehlern, das kriegen wir schon hin. Und wisst ihr was? Wir machen mal einen Restart, weil so, das kann Sinn. Ich habe nicht mal mehr Geld, um was anzupflanzen. Also nochmal von vorne. Na? So, zu pflanzen so. Die Wand, das normale, die Blume, die Kirsche, der Gravebuster, der große. Und diesmal nehmen wir auch den umsonst mit, weil das macht sich so eine große. Der Weite kann ich aber immer setzen. Und das heißt, so viel wie. Auch auf, auch wenn er nur eine kleine Entfernung hat, aber so drei Kästchen waren das, ist das, macht das mehr Sinn, weil ich auf jeden Fall immer etwas habe, was Schaden macht. Und die kann ich immer setzen. Das lädt auch total schnell wieder auf. Und das ist halt ein Vorteil. So, jetzt setzen wir hier schon mal einen großen hin. Direkt davon noch einen kleinen. So, jetzt müsste es aber eins gelingen. Schon blöd, dass das erst hier klar wird, dann irgendwie, aber. Ach, ich schneid's aber mit rein, das ist ja blöd. So. Ja, hier oben ist kommt jetzt einer, aber. Immer noch passiert nichts, weil er nicht in der, in der Nähe des Pilzes ist. So. Ja, auch genau, das will ich jetzt so sagen. Die großen Pilze haben den Nachteil, dass wenn die Zombies zu nahe kommen, dann gehen die in den Boden. Ja, das ist halt ein kleiner Nachteil, aber eigentlich bringen sie echt viel. Also, so denke ich zumindest. So, jetzt können wir eigentlich nur noch warten, weil irgendwie kann man es auch nicht schneller machen, aber ja. Kriegen wir schon nicht, weil ich spare jetzt auf eine neue Sonnenblume. Ich will mehr Sonnenblumen haben, weil je mehr Sonnenblumen, umso mehr Geld habe ich hinterher, um das schnell nachzupflanzen, wenn die Zombies hinterher kommen, groß melden und was zerstören. So, jetzt ist der in der Nähe gekommen, jetzt kann der Pilz den zerstören. Ist doch schon ein Arm abgefallen. So. Wie wir sehen, ist jetzt hier ein Zombie mit einem Hütchen. Das ist ja nicht ein besonderer Zombie, aber eine andere Art von Zombies. Da muss man zuerst dieses Hütchen zerstören. Und dann kann man den Zombie selbst zerstören. Das heißt so viel wie... Ja gut, er ist nicht besonders, er ist einfach nur stärker. Da kommen ja noch andere, die zeige ich euch dann auch noch. Wann der kann dann drüber springen und was weiß ich nicht. Aber das werden wir dann sehen. So, ja, das sieht doch schon mal nach ganz was aus. Auch eine schöne Musik, die auch nicht zu dem Intro passend sich gemacht hat, aber ja, ist schon gut so, wie es ist. Jetzt kommt hier einer, der bringt so Party-People mit, ja. Da müssen wir jetzt schon, dass wir mit die entfernt kriegen. So, stellen wir da noch einen hin. Also jetzt ist es schön mit Effekten gemacht, mit Licht von oben und so weiter. Ja, aber ja, das ist halt der Nachteil, dass halt, So, vielleicht er wieder hingepflanzt. Oder ist er auch gestorben? Ich weiß es nicht. So. Und sehen wir übrigens den Balken, wie weit diese Wellen halt sind, weil hier halt am Ende mit der Flagge, dann kommt immer eine große Welle. Und danach ist vorbei. Und bis dahin kommen halt ganz viele kleinere Wellen. Es gibt hinterher auch noch Level mit mehreren großen Wellen am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und zum Beispiel. Ja, so. Wie soll ich setzen? Hier noch einen hin. Einfach mal alles zubauen. Aber wollte ich das hier nicht zubauen, wollte ich eigentlich eine Wand hinstellen. Also müssen wir mit dem nächsten Ding jetzt noch eine Sonnenblume pflanzen, damit wir langsam mal noch mehr davon kriegen. Von diesen Sonnenblumen so und nächste Sonnenblume. Jetzt schon drei, also wenn drei sind 75, das passt, dann machen wir hier noch eine hin. Ja, und dann können wir aber noch zur Sonnenblume pflanzen. Wahrscheinlich ist das Level dann ja jetzt Final Wave, wahrscheinlich schon zu Ende, aber ja, passt schon. Direkt nachpflanzen, wenn hier irgendwas kaputt geht. Obwohl das wahrscheinlich schwierig wird. Ja, das wird interessant jetzt auf jeden Fall. Die Musik ist auf jeden Fall cool.
Können wir. Oh, das ist nicht nochmal eine Wand. So, ja. Diese Wand hält schon einiges aus. Es gibt noch eine größere, das ist, weiß ich von damals, als ich schon mal gespielt habe, aber im Moment, muss man die. Ist aber auch nicht schlimm. Dürfte aber ausreichen. Ich glaube, die sterben eher, als bevor wir da durch sind. Mal den hier mal weg. Schön hier mit der Pflanze hin. Ja, das hatte ich befürchtet. So. So lange hat er dann doch nicht gehalten, was? Kann man dann immer schnell nachbauen. Ja, aber selbst wenn die es bis zum Ende schaffen, ist, wie heißt es, das wird knapp. Ach, sind mehrere Zombies. Ja, das ist blöd gelaufen jetzt. Ja, das wird ja unweigerlich schaffen, aber ist ja noch ein Rad, wir haben das Level so gut wie geschafft. Natürlich ist blöd gelaufen, aber naja. Ein neuer Pilz, was haben wir da bekommen? Und ein bisschen Geld. Destroys a large area. Also das ist dieser Pilz, der explodiert. Das ist cool. Nächstes Level. Das steigert sich halt immer. Jetzt haben wir schon. Oh. Das ist zum Beispiel ein Zombie mit einer Tür, so eine Art Schild benutzt er die. Und den Disco kennen wir schon, ja. Gut, nichts Besonderes. Also außerdem mit der Tür, der hält ein bisschen mehr aus. Also hat auch wieder nur mehr Leben. Also zuerst die normalen, dann kommt, glaube ich, der mit dem Hütchen und dann der mit dem Schild. Der hat, glaube ich, noch mehr Leben. Den Bombpilz, man soll nämlich eigentlich immer, also am Anfang muss immer den bekommen, den man als neuestes bekommt. Aber man sieht, mir fehlen noch viele Sachen, aber wir tasten uns da langsam ran. Das. Hast du vergessen? Ich weiß nicht. Nehmen wir mal den normalen einfach so. Let's rock. Gut. Plan. Fängt immer so harmlos an, aber. So, haben wir uns am Anfang am besten ganz viele. Ich gucke, jetzt haben wir hier unten zwei Pflanzen. Ach, Flaggen. Entschuldigung, ich bin schon voll durcheinander. Das ist ein bisschen später, glaube ich schon. Ja, etwas später ist es schon. Naja. Also wir bauen uns am besten direkt am Anfang die Sonnenblume, damit wir ganz schnell viel bauen können. Auch eine Wand, weil ich glaube, bei zwei großen Wellen. Ne, nichts bauen. Wie dürfte das ein bisschen schwieriger werden? So, ich habe mir überlegt, wir spielen drei dieser Level durch, also das erste haben wir schon, das war das zweite, dann noch eins, dann dürfte das auch ungefähr hinkommen. So. Gut. Guck doch, der nächste Zombie, da kommt unsere zweite Sonnenblume. Die sehen auch irgendwie süß aus. Gefallen mir. So. Hat er schon verloren. Ja, gut, das hat er geschafft. Brains. Oh, das wollte ich nicht machen. Naja, gut. Verklickt. Passiert. So. Jetzt glaube ich schon mal keine der Sonnenblumen mehr pflanzen. Das Hütchen ist schon mal ab, wie wir sehen. Gut, da haben wir jetzt eine Wand umsonst gesetzt, aber diesen Pilz, den mache ich mal direkt weg. Schade eigentlich, wenn da eine Wand steht, warum auch. Pflanze weg. Ah, oh, komm schon, Mädchen. Jetzt muss das Schild fertig werden. Oh, verdammt. Ja, hab ich gerade noch so geschafft. Gut. Machen wir mal hier das Ding weg und setzen da den neuen hin. So. Wo
können wir die mal wegmachen. Setzen wir mal eine ganz normale dahin, so eine Kategorie, also grüne Blätter, die machen noch ein bisschen mehr Schaden. Das kann ja weg. Dann haben wir die untere Leiste voll, hier ist mit Abstand, das heißt, wir können ja dann nicht bald sein. So. Ja. So. Gut, hier der nächste Schild. Und eins davon sollen. Erste beiden Reihen haben wir fertig. Einfach erstmal bauen, schadet ja nicht. A huge force of zombies is approaching. Alles klar. Mach mal so. Oh ja, gut, das hätte ich vielleicht ein bisschen warten müssen, aber man sieht, wie stark dieser Pilz ist, ne? Also, es lohnt sich schon. Also, der Ton ist aus sich zu. Toneffekte, die finde ich auf jeden Fall echt gut gemacht, die hören sich richtig schön an. So. Was ist dann das? Hallo. Das ist der Zombie mit der Tür. So. Jetzt können wir eine Kirsche zu was würde ich bringen, da nur der eine steht und das macht keinen Sinn. So, hier kommt das Ding hin. Das setzen wir so alle hin. Ja, jetzt haben wir schon mal ausgemacht, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt können wir hier hinten noch was hinbauen. Zum Beispiel hier, hier, das ist ja jetzt auch so wieder dahinter, aber wenn denn einer kommt, aber ja, das macht mehr Sinn. Komm hier nochmal ab, Moment. Das ist echt gut animiert. So. Ja, jetzt fliegen wir auch nicht diese Bälle rum. Setzen wir nicht mal. Da kann man nicht mehr bauen. Na gut, das hätte ich vielleicht vorher müssen, aber gut. Ah, das geht so lange. Okay, immerhin etwas. So. Was ich doch einmal die Level davor fliegen, ja auf jeden Fall viel mehr wieder. Kugeln rum. Und das hat man auch deutlich. Ah, ich kann auch nicht setzen, schade. Ich werde hier mal einen hinsetzen. Das bringt mir hier zwar nichts, aber die müssen hier auch erstmal hier stehen bleiben. Dann habe ich in aller Ruhe Zeit da drauf zu schießen. A huge wave of zombies is approaching. Ja, das ist wahrscheinlich die letzte Welle dieses Levels. Ja, final wave. Gut so. Das heißt gut. Oh Gott, das will ja. Und boom! Okay, das hat jetzt ein bisschen OP, also. Ne, aber. Das sollte eigentlich klappen. Der hängt jetzt hier fest, also. Natürlich jetzt hier auch ein Zombie, aber. Also das Level ist auch geschafft, das denke ich. Ich wüsste nicht, was hier jetzt noch passieren sollte. Und die Kick-Gift hier mal demonstrieren? Vielleicht geht das hier? Ah ja, aber ich habe den Zugang nicht getötet, aber was soll's. So. Ein Zettel haben wir bekommen diesmal. Was ist diesmal? Okay. Hello. We would like to visit... vor Midnight Snack. Ja, ihr wollt mich essen. Könnt ihr vergessen. How does ice cream and brands shitter? Sound? Das really das Zombies. Sehr nett geschrieben. Aber mein Gehirn ist keine Eiscreme. Bitte, ja. Ein bisschen mehr Respekt vor meinem Gehirn. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen. Der Typ, der die Pflanzen in vor Garten, sie setzt damit zu euch töten. Nächstes Level. So.
Jetzt ein Footballspieler, ja, der hält natürlich noch mehr aus. Und oh, was ist das für ein Level? Achso, jetzt bekommen wir hier oben auf dem Fließband die Sachen, müssen die hier hinsetzen. Das ist ein Hypnopilz. Das ist gut. Hier sieht man mal, wie der die Kraft schon auffrisst. Also wir haben quasi auf, wir müssen das hier jetzt hier verteidigen, unser Haus, sag ich mal. Mit diesen Leveln jetzt, aber wir haben halt nur die Sachen, die auf diesem Fließband kommen. Also, du kannst das nicht aussuchen. Der Pilz sieht auch stark aus. So, noch ein Hypnopilz. Der lässt die Zombies, glaub ich, wieder umdrehen. Ich kann natürlich Sachen auch aufheben, das wäre vielleicht jetzt mit dem Bombenpilz etwas sinnvoller gewesen, aber ja. Schön die ganzen Dinger wegmachen, denn so geringer ist dann die Chance, dass die anderen durchkommen. Direkt das nächste Ding. Sieht auch lustig aus, wie der Baumstamm, also der schwarze Baumstamm hier, jetzt die Dinger auffrisst. So, der friert die Zombies ein, den man hier gesehen hat. Alles eingefroren, also dann bleiben die Fläche stehen. Macht doch irgendwie Sinn, ne? So. Ja, einfach mal alles setzen, was ich irgendwie kann, dass es schön zugebaut ist. Obwohl ich sehe gerade, diese Frierenspilze oder die Stun, sag ich mal, die wirken sofort, also sollten wir uns aufheben, also diesen Bombenpilz, den wir uns aufheben werden. Für eine brennt, das ist immer noch das Beste, denke ich. Ja, dann muss ich mal. So. Alles klar. Alles klar, hält sich gerade nicht so richtig. Ja, passt schon. Jetzt ach, da ist der Große. Ja, das riskiere ich nicht. Bevor da irgendwas passiert. Da kommt bestimmt noch ein Bombenpilz, sehen wir dann. Ich bin schwer auf, ja. So. Wie viele Grabsteine haben wir ja schon? Fällt unten, weil siehst du, da ist mal ein Bombenpilz, also alles gut. Noch ein zweiter Bombenpilz, da können wir eigentlich einsetzen, oder? Ach, der geht auf die ganzen fünf rein, das hätte ich nicht gedacht, dass der so stark ist. Aber gut. Schaden tut's mit Sicherheit nicht. Ja, okay, die Bombenpilze bekomme ich auch en masse, das ist gut. Wir brauchen natürlich auch keinerlei Sorgen, um diese Sachen zu benutzen. Sonst wäre es eigentlich cool. Also da, ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber das wäre echt schwieriger. So. Jetzt kommen wir hier aber haufenweise. So. Ich baue einfach alles, was ich hier in die Finger kriege. Schaden tut es ja wieder. Was kann ich denn hier bauen? Okay. Er hat das nicht alle getroffen, aber einfach bauen. Natürlich auch ein Nachteil, wenn man überall diese Bombenlöcher hat, aber die gehen ja zum Glück mit der Zeit weg, also ist kein Problem. Gut. Und bumm. Und es macht auch ordentlich Geld. Ja, hier sehen wir dann zu Ende des Levels, es wird immer mehr. Einfrieren. Noch ein Grabstein wegmachen, weil gleich wenn noch die letzte Welle kommt, dann sind die Grabsteine weg, dann kann da halt schon mal wieder mehr kommen. Jetzt ist aber Zeit hier, das werden wir immer mehr. Also schon nicht ohne. Aber es macht Spaß, muss man dazu sagen. Ich spiele das Spiel auch einfach so unterwegs auf meinem Handy, also es existiert ja auch schon seit Jahren. Und warten wir noch schön, bis der hier oder ja, fangen wir. So wie direkt einfrieren. So. Und hier fangen wir kurz.
letzten Jahr. Ich glaube, der letzte Jahr ist der letzte Grafikkarte. Super. War es das jetzt? Sieht die ganze Zeit noch aus. Ja, da kommt wohl noch einer. Ja. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Seeblatt. Ja. Das war dann die erste Folge von Plants vs. Zombies. Es heißt nicht, dass ich nicht mehr Horn Mordanten spiele. Ich will halt nur mal was anderes spielen, also ein bisschen Abwechslung drin haben. Ja, ich hoffe euch wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.